Hallo und willkommen zurück bei The Whispered World. Wir haben ja das letzte Mal angefangen, Bobby ein bisschen zu fragen, was denn so mit diesem Eingang ist, den wir da gefunden haben in den Ruinen. Vielleicht weiß er ja noch mehr, da sind wir stehen geblieben und deswegen fragen wir jetzt einfach nochmal weiter. Hallo Bobby. Ach, Sedgwick, erschreck mich doch nicht so. Wir fragen jetzt mal nach Shana. Sag mal, wegen dieser Schana. Ja, was ist mit ihr? Wo finde ich Schana noch gleich? Ich weiß nur, dass sie irgendwo in der Nähe in einer Hütte wohnen soll. Aber alles, was es hier zu geben scheint, ist Wald, Wald und nochmals Wald. Die einzige Ausnahme scheinen diese Ruinen im Westen zu sein. Und vielleicht schaust du dich auch noch einmal bei der Höhle im Osten oder bei dem hohen Baum im Süden um. Ich habe dir alles auf deiner Karte eingezeichnet. Genug von Shana. Lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Genau, wir wollten ihn ja noch zu unseren Ruinen befragen, was er denn dazu noch weiß. Wir müssen noch einmal über meine Entdeckung reden. Wie du willst. Dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Also Bobby macht das Ganze auch sehr kompliziert. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Na ja, schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ah, das ist ein Fehler. Aber nun gut, ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Oh, der ist ja hübsch. Danke. Du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Also auf der einen Seite macht Bobby so ein Trara um diesen Stein, aber auf der anderen Seite gibt er ihn auch ausgerechnet Sedgwick. Ich meine, Sedgwick, der größte Tollpatsch, der mir hier begegnet ist. Hallo? Aber gut, jetzt haben wir den Stein, jetzt können wir ja zurück zu den Ruinen und mal schauen, was es da noch sonst so alles gibt. Denn jetzt bin ich mir sicher, dass wir da reinkommen in die Ruinen. Genau, der Flüsterstein. Schauen wir mal, ob er da reinpasst. Wusste ich doch, er passt. Oh, Cedric, was hast du Wie, was ist das? gemacht? Ein Erdbeben? Oh. Nicht Spot. Was hast du nur getan? Oje, oje. Das sollte ich lieber Bobby beichten. Was war das? Spot, gibst du mal den Flüsterstein wieder her, bitte? Spot scheint gar nicht registriert zu haben, was uns jetzt alles noch bevorsteht. Himmel, wo soll das alles bloß enden? Haben wir hier nicht irgendwas, womit wir vielleicht den Flüsterstein aus Spot rausbekommen? Nee, nicht wirklich. Toll. Okay, aber jetzt ist auf jeden Fall da hinten offen. Nur haben wir bis jetzt noch nichts, womit wir den Busch freikriegen. Ja. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt den Wohnwagen gesehen haben, da ist ja auch irgendwas passiert, dass wir zuerst vielleicht mal zurück zum Wohnwagen gehen. Und mal schauen, was
da irgendwie gelaufen ist. Okay. Das geht nicht. Diese seltsamen Rohre sind im Weg. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Wo kommen denn diese Rohre her? Und was sind das für seltsame Funken? Das kann doch gar nicht sein. Ich... Kopfschmerzen. Verdammt, das... Au! Au! Aua! Verdammt! Es ist doch immer dasselbe mit dem Jungen. Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Okay. Ja gut, dann Rast hatten wir ja schon. Auf jeden Fall, das ist seltsam. Das ist wirklich seltsam. Wollen wir mal gucken, ob Opa und Ben noch was zu quatschen haben, noch was Neues zu sagen haben? Hallo Opa. Ach, hallo Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Bis später. Hopp hoch, Ben. Also von denen erfahren wir nichts Neues und von Ben? Hallo Ben. Worum geht's denn diesmal? Weißt du etwas über eine gewisse Shana? Shana? Nie gehört. Wer soll das sein? Nicht so wichtig. Wie alles, was dich beschäftigt. Ja, und dieses Erdbeben, genau. Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob, hier sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt? Oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha, mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Atheist. Ich habe niemals Angst. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Schauen wir mal. Auch nicht vor Schlangen? Schlangen? Puh, die haben ja nicht einmal Krallen. Dafür haben sie giftige Zähne und Wirkemuskeln, mit denen sie dir die Wirbelsäule zerquetschen können. Gib's auf. Die Sache mit den Zähnen ist sicher nicht zu unterschätzen. Aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Tiger vielleicht? Tiger? Tiger? Puh, die haben ja nur einen einzigen Kopf. Dafür sind sie schnell und stark. Sie packen dich mit ihren rasiermesserscharfen Klauen und zerfleischen dich mit Zähnen, die so groß sind wie Krummsäbel. Gib's auf. Die Zähne und die Klauen sind vielleicht ganz respekteinflößend, aber ich habe keine Angst vor Tigern. Spinnen? Auch nicht vor Spinnen? Spinnen? Puh, die haben ja nicht einmal scharfe Zähne. Dafür sind sie giftig und schnell. Es gibt Arten, die krabbeln dir in den Mund und legen ihre Eier unter deine Augenlider. Gib's auf. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Also auf jeden Fall erfahren wir von ihm auch nicht, selbst wenn er keine Angst vor Spinnen hat, erfahren wir von ihm nicht, wie wir das blöde Spinnennetz irgendwie auseinanderkriegen. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Die Askil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Zwei Köpfe vielleicht? Sie haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Oh, langsam formt sich ein Gesamtbild. Ich denk mal, dass er doch Angst vor den Askil hat. Fauliger Gestank, scharfe Zähne, spitzes Horn. Wovor könnte Ben wohl am meisten Angst haben? Fauliger Gestank? Das Schlimmste aber ist ihr fauliger Gestank. Gestank? Ja, der Geruch ist dermaßen furchtbar, dass dein Gehirn anfängt, sich zu verflüssigen. Bevor du ohnmächtig wirst, hast du dich mehrfach übergeben. Im besten Fall. Boah, diese Askil scheinen tatsächlich keine angenehmen Zeitgenossen zu sein. Angst habe ich aber trotzdem nicht vor ihnen. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Wow, Ben, du bist so viel mutiger als ich. Tja, das allein wäre noch keine große Kunst. Du hast ja selbst vor Schmetterlingen Angst. Die übertragen ja auch Bazillen. Ich glaub dir ja. Tja, nimm dir einfach ein Beispiel und denk immer dran.
Wir haben nichts zu fürchten, außer der Frucht selbst. Was denn für eine Frucht? Ich weiß nicht genau. Ich habe das irgendwo gelesen. Ich vermute, es geht um eine Kiwi. Ach, wegen der Haare und so. Ja. Mhm. Aha. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Ja, ja, schon klar, Ben. Dann gucken wir doch nochmal in den Wohnwagen, denn wir brauchen ja immer noch ein Gefäß. Ein Gefäß für diesen Harz. Ich weiß zwar nicht, wozu dieser Harz gut sein soll, aber wir brauchen da noch ein Gefäß. Da können wir aber bloß den Frosch, ne? Sonst haben wir da aber kein Gefäß. Ich bin ein bisschen ratlos. Ich denke, wir müssen irgendwie diese Schale wegbringen. Jetzt ist aber nur die Frage, wie. Schauen wir uns das einfach nochmal an. Hallo, ich will hier wieder raus. Jetzt. Genau. Die Höhle. Gehen wir da nochmal hin? Ich weiß, wir müssten Bobby auch noch beichten, dass der Flüsterstein verschluckt wurde. So. Also ich bin mir sicher, wir müssen diese Schüssel irgendwie hier wegbringen. Aber ich weiß noch nicht so ganz genau, wie. Vielleicht ja mit einem der anderen Toten. Das eine dürfen wir ja nicht anfassen. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Das war ja klar. Und das da, probieren wir es halt mal alle durch. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall die Schüssel wegbringen, weil ich glaube, dass wir die Schüssel noch brauchen, weil ansonsten würde die ja nicht hier liegen. Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Aber Moment mal. Spot. Also wenn ich selbst nicht kräftig genug bin, dann ist es Spot ja wohl erst recht nicht. Da müsste er schon ordentlich zunehmen. Zunehmen. Ach doch, das kann er ja. Spot kann noch zunehmen. Oder ist das dann bloß aufblasen? Mal gucken. Das könnte klappen. Komm mal her, Spot. Und hepp. Der spielt tatsächlich Basketball mit Spot. Der arme Kleine. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine Schale, oder? Jetzt haben wir die Schale, genau. Okay. Ja, dann machen wir Spot mal wieder klein, weil irgendwie sieht der, so dick sieht er irgendwie komisch aus. Okay, wenn wir jetzt eine Schale haben, dann können wir ja jetzt den Harz wegkloppen. Ja, jetzt haben wir eine Schüssel mit Harz. Irgendwie braucht... Also der Harz klebt ja. Und er hat doch gesagt, er kann nicht raufklettern. Er braucht irgendwie Krallen oder sowas. Vielleicht doch mit der Bärenkralle? So, ich habe das Harz auf die Kralle geschmiert. Igitt, jetzt ist sie ganz klebrig. Toll. Harzige Kralle. Vielleicht kann er jetzt mit der harzigen Kralle den Baum hochklettern. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Also nicht. Was ist denn mit den Schildkröten? Kann er die nicht irgendwie verwenden, um sich einzuhaken?
Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Nicht schlecht. Noch lange nicht fertig, aber für den Anfang. Ah. Okay. Krallenkröten. Ja, dann nehmen wir doch mal die Krallenkröten. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Vielleicht die Krete noch dazu? Na ja, gut, aber was soll die Krete helfen? Das will ich nicht aneinander kleben. Das wäre überhaupt nicht gruselig. Ich bin ein bisschen überfragt. Wirklich. Irgendwo summt es hier auch. Aber vielleicht mit diesen Krallenkröten, vielleicht können wir ja da die... Geh mal da rein, vielleicht können wir da mit der Spinnennetz auseinander basteln. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Na, das war ja auch so nicht gemeint. Okay, jetzt bin ich ein bisschen fraglich ist das alles hier, wie und wo und was, wie jetzt da weitergeht. Aber wir müssen ja sowieso erstmal Bobby davon berichten, dass wir... Bobby? Nanu, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askil haben Bobby erwischt. Oje, das ist alles meine Schuld. Dann würde ich doch mal sagen, wenn jetzt Bobby eh weg ist, brauchen wir ihm ja schon zumindest nicht mehr beichten, dass der Flüsterstein verschluckt wurde von unserem Haustier. Okay. Ist auch ja schon bald nicht schlecht, da Spot hat den Flüsterstein gegessen, Bobby kann uns dafür nicht mehr, kann dafür nicht mehr böse sein, weil er ist ja weg. Und dann machen wir uns doch nächste Folge auf die Suche nach Bobby, wo er sich denn versteckt hat oder ob ihn wirklich die Askil verschluckt haben. Nein, nicht verschluckt. Der Flüsterstein wurde verschluckt, aber Bobby hoffentlich nicht. Schauen wir doch mal, wo Bobby sich denn rumtreibt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.